Ja, da sind wir ja schon wieder. Hey, na sowas. Bei Kamikaze, auf allen Sendern laufen wir jetzt. Auf allen. Was ist deine Lieblingssenderkette? Also ich muss sagen, NBC mit Giga halt. Das gucke ich, nehme mir das auf, auch wenn ich nicht da bin, weil es geht ja 6 Stunden. Und das war aber geiler, als es noch Video 2000 gab, weil da konnte man die Kassetten umdrehen, da gingen 8 Stunden drauf. Aber es gab kein Auto-Reverse für Video 2000. Das ist richtig. Ja, das ist halt doof. Jetzt muss ich halt, habe ich halt für jede Sendung eine Kassette dann und finde mich auch furchtbar gut zurecht im Internet jetzt. Das ist ja wichtig auch, hat uns die Plattenfirma gesagt. Was sollten wir sagen? Also euch hat die das gesagt, mir nicht, standen, war nur dabei und habt das gehört. Du bist ja viel älter als er. Doppelt so alt. Bist du sein Zivi? Sozusagen. Hast du so kennengelernt? Mhm. In Gießen machen alle Zivi oder gehen die da zum Bund? Nee, Zivi ist er. Ja? Mhm. Und habt ihr versucht, mit der Musik einen Ausweg zu finden aus Gießen? Nee, Ausweg gibt's schon in Gießen. Aber wir machen halt so weiter. Wollt ihr da wegkommen aus Gießen? Nee, wir wollen für immer da bleiben. Echt? Ja, das ist voll geil. Man hört ja auch, das sei eine nicht so schöne Stadt. Naja. Ja, stimmt. Also von Menschen, die da lange wohnen, hört man das. Ja, ich wohne ja gar nicht in Gießen. Jetzt sind wir ja beim Casus Knactus. Hm? Ich wohne in Sinn. In Sinn? Ja. In Sinn? In Sinn. Living in Sinn. In Sinn. Ja, right. Ja, und ist es die Stadt der Sünde? Auf jeden Fall. Oder nur ein Dorf? Dorf der Sünde. Das Dorf der Sünde? Klingt auch schon wieder nach Inzest. Nein. Null. Null. Oder? Wo die Schwester feucht wird vor Angstschweiß, wenn sie die großen Brüder beim Bäumefällen sieht. Nichts mehr zum Draufklettern. Ja, und was machst du denn bei Montana Chromeboy? Ich bin eigentlich auch nur so mehr oder weniger so dabei. Also jetzt reicht's mir hier, ne? Nein, das ist wirklich so. Sag jetzt mal, was du da machst. Er macht die Musik und ich gucke halt ein bisschen, dass das alles in seine rechten Bahnen läuft. Und in seinen rechten Bahnen läuft? Ja. Ach, das ist ja so ein Problem in kleinen Städten auch. Mhm. Ich habe schon gleich gedacht, als du die Kappe aufhattest, das mit der Versuch, was ich musste nicht, genau. Du sorgst quasi für die politische Message. Mhm. Also du schreibst rechte Texte? Das macht er. Auch? Mhm. Du liest sie nur gegen? Mhm. Sagt dann hier nicht richtig und so und da nicht richtig. Und Ketze? Ja, ich übersetze das dann ins Englisch, damit es die Deutschen nicht verstehen. So, weißt du? Das sind alles Nazi-Texte hier auf eurer Platte. Ja, das kann man so nicht sagen. Das wollt ihr jetzt auch nicht so gerne, nee, ne? Das nicht beim Spaß, oder? Hm? Nee, das ist, nö. Nee, das war so nicht gemeint. Sag mal was. Er geht ja auch noch ins Mr. Jones, mach ich mal. Oh. Nee, das ist ja auch erst ganz neu. Mr. Jones, ne? Ist out? Zu teuer. Nee, ist zu in. Ist zu, ja, ey, ja. Ein hipper Place? Ja, ein sehr hip. Oh. Was? Wie laufen da die Frauen rum? Und so in Trachten halt. Wie man das so kennt halt, mit so einem Dutt. Und so schwarze Strumpfhosen und so bestickte Schürzen. Fangen die an. Und Hesekätsche. Genau, Hesekätsche. Und die Jungs? Das ist ein Lied von denen. Ja, die Jungs so Matrosen-Outfits. Also hip. Ja, hip halt. Und ihr wollt das nicht? Wollt ihr nicht mitmachen? Nee, da weigern wir uns. Zeig schon wieder um? Ja. Naja, wir haben ja auch alles erfahren über euch, soweit. Ja. Ah, ich sehe gerade, hier habe ich Fragen. Die stelle ich euch gleich mal, ja? Hm? Ja. Kette, willst du antworten? Ich gerne. Ich darf ja sonst nicht sagen. Bis gleich.